Zelda Breath of the Wild ist riesig. Über die gewaltige Map reist man durch eisige Höhen, trockene Wüsten, feurige Vulkane sowie weite Seen und Felder. Dabei ist jeder Ort erstaunlich detailliert und birgt unfassbar tiefgehende Secrets, die einem normalen Spieler gar nicht auffallen würden. Aber dafür bin ich ja da. Wie schon beim letzten Mal geht es heute wieder um Dinge im neuesten Zelda-Ableger, die ihr wahrscheinlich, im besten Fall, noch nicht kennt. Also nicht offensichtliche Dinge, die schon 100-mal angesprochen wurden, wie der Herr der Wildnis zum Beispiel. Wenn euch nach dem Video selbst noch ein paar kleine Geheimnisse oder Easter Eggs einfallen, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Auch heute sind schon ein paar Kommentarvorschläge vom letzten Mal dabei. Und wenn wir schon an der Stelle sind, ein sehr großer Teil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Wenn du dich auch gerade dabei ertappt hast, dann würde ich mich freuen, wenn du mal darüber nachdenkst. Ist komplett kostenlos und du kannst deine Meinung auch jederzeit nochmal ändern. Aber jetzt, Film ab! Im letzten Zelda Breath of the Wild Secrets Video haben wir diesen geheimen Titan hier behandelt. Wenn ihr wissen wollt, was es mit ihm auf sich hat, dann schaut den ersten Teil in der Infokarte. Jedenfalls habt ihr mich darauf hingewiesen, dass der gar nicht der einzige seiner Art ist. In Hyrule gibt es nämlich noch ein zweites Institut neben dem in Hateno. Um einiges weiter nördlich in der Akala-Region steht noch ein zweites Labor. Und auch hier finden wir wieder einen Titan-Prototyp. Das Fernglas hier oben ist tatsächlich auch auf den Konzeptzeichnungen zu sehen, die wir uns das letzte Mal angesehen haben. Wenn auch in schlechter Auflösung, dafür entschuldige ich mich nochmal, da hat mein Schnittprogramm ein bisschen gestreikt. Die Frage, die man sich aber nun direkt stellt, ist, wie hätte ein Fernglas als Titan umgesetzt werden können und in welcher Region und mit welcher Backstory hätte es versehen werden sollen? Das sind wohl Fragen, für die auch die Entwickler keine Antwort fanden und so schmissen sie den Prototyp einfach weg. Oder besser gesagt auf das Akala-Institut. Wolltet ihr auch immer schon so cool sein wie ich? Ja, wusste ich's doch. Jetzt habt ihr die Chance dazu. Unter meinem ersten Zelda Breath of the Wild Tricks Video habe ich öfters die Frage gestellt bekommen, wie man denn seine Lanze über dem Kopf kreisen lassen kann. Da dachte ich, das könnten sich vielleicht noch andere Leute fragen, deswegen spreche ich es heute einfach mal an. Aber ich muss euch warnen, denn diesen Trick auszuführen ist wirklich extrem schwer und hat mich sicher 3 Sekunden Übungszeit gekostet. Nein, ernsthaft, das Ganze ist total simpel. Alles, was ihr machen müsst, ist auf euer Pferd oder Eponator Zero zu springen und mit der Lanze in der Hand Y gedrückt halten. Einfacher geht's ja eigentlich gar nicht. Komisch, dass so viele Leute das wirklich noch nicht wissen. Jetzt wisst ihr es. Aber so cool wie ich seid ihr natürlich immer noch nicht. Unzählige Theorien von den größten Theoretikern rund um die Welt ranken sich um ein ganz besonderes Geheimnis in Zelda Breath of the Wild. Theorien um einen Stamm, der tief im Wald von Firone lebt. Oder sollte ich eher sagen, lebte? Es geht um die Sonau. Aber nicht um die Sonau an sich, das könnte Stoff für ein ganz anderes Video sein. Wenn ihr wollt, dass ich mal ein ganzes Video dem Mysterium rund um die Sonau oder Sonai widme, dann schreibt's mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Heute jedenfalls geht es um ein Geheimnis, das im wahrsten Sinne des Wortes noch fast keiner von euch mit eigenen Augen gesehen hat. Über dem Wald von Hyrule befinden sich die Doibran-Ruinen, eine Prüfung des Helden. So dunkel wie dieser Fleck auf der Karte aussieht, so ist er auch in Realität. Das gesamte Gebiet ist dichte Nebel und nur durch kleine Lichtquellen wie Fackeln wird einem der Weg erleuchtet. Vor kurzem allerdings hat ein Modder es geschafft, die Dunkelheit verschwinden zu lassen. Er hat es geschafft, uns allen einen Blick auf das wahre Ausmaß der Ruinen zu verschaffen. So sehen sie im Tageslicht aus. Übersät von Statuen und verkommenen Steingebilden. Und sie alle tragen die Symbole der Sonau. Hier also die Verbindung zum antiken Stamm. Ganz nett zu sehen ist auch diese Fläche hier, die offensichtlich niemals vom Spieler gesehen werden sollte. Bleibt nur die Frage, wer das Gebiet in Dunkelheit gehüllt hat. Waren es die Sonau? Das wäre dann wohl eher Stoff für besagtes Spezialvideo. Ein weiterer kleiner nützlicher Trick, in etwa wie die rotierende Lanze, bezieht sich auf die Eigenschaften von Gegenständen. Viele von euch kommentieren mir bis zu diesem Tag regelmäßig unter das Top 5 Waffenvideo, dass sie eine viel stärkere Waffe gefunden haben als die im Video angesprochenen. Der Grund für dieses Phänomen liegt in Boni. Ja, ich nenne es Phänomen, denn diese Kommentare bekomme ich schon ein bisschen zu oft für meinen Geschmack. Ihr hattet bestimmt schon mal eine Waffe, die einen Angriffsbonus hatte oder ein Schild mit mehr Haltbarkeit. Das alles sind Boni und es gibt die verschiedensten Boni für alle Arten von Waffen, Schilden und Bögen. Wenn man ganz gezielt nach diesen nützlichen Buffs sucht, dann muss man für jeden eingesammelten Gegenstand immer ins Inventar schauen und überprüfen. Doch ist das wirklich so? Tatsächlich nicht. Schon wenn Dinge auf dem Boden liegen, könnt ihr hier differenzieren. Ein Indikator dafür ist nämlich das Funkeln der Items. Ist es weiß und sieht, naja, normal aus, so ist das Item auch normal.
Doch wenn ihr genau hinschaut, dann fällt euch bei einigen vielleicht ein etwas größerer, hellerer und farbiger Schein auf. Das heißt, dass der betroffene Gegenstand einen Bonus besitzt. Welcher Bonus es ist, muss immer noch im Inventar überprüft werden. Trotzdem unfassbar, ein so kleines Detail schafft es an allen vorbeizugehen, ohne bemerkt zu werden. Achtet das nächste Mal doch kurz darauf, ob ihr einen kleinen Unterschied beim Funkeln der Gegenstände erkennt. So, und die nächsten drei Secrets werden komplett wild, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Schnallt euch also besser schon mal an. Erstmal ein Secret, das vielleicht doch schon der ein oder andere kennt. Ich kannte es vorher auch schon, aber passt auf, nur bruchstückhaft. Ich hatte eine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber war mir nie ganz sicher. Ich denke, so wird es einigen von euch auch gehen, also schaut es euch erstmal an. Ich spreche von den drei Riesenfossilien. Alle drei gehören zu einer Quest von ein paar obskuren Leuten, von denen man auch erfährt, dass die riesigen biologischen Überreste einst Wale waren. Ab hier wird es interessant, denn die Fossilien in Eldin, Gerudo und Hebra sind nämlich keineswegs identisch. Alle scheinen eine eigene, besondere Struktur zu haben, die vielleicht dem ein oder anderen bekannt vorkommen könnte. Die Fossilien sind in der Tat Referenzen auf alte Zelda-Ableger. Das Eldin-Fossil zum Beispiel erinnert sehr stark an Narisha, den großen Himmelsgeist aus Skyward Sword. Das Gerudo-Fossil weist eindeutige Ähnlichkeiten mit dem Windfisch aus Link's Awakening auf und das Hebra-Fossil war wahrscheinlich einmal der Meereskönig aus Phantom Hourglass. Alle drei sind wahrscheinlich an regionalen Katastrophen ums Leben gekommen. Ein weiteres, viel unbekannteres Secret ist die Bildhauerei am Todesberg. Wenn man im Dorf der Goronen gen Himmel schaut, erkennt man im Stein die Meißelungen von drei Goronen. Ich weiß, es gibt noch eine Statue, aber die sieht eher aus, als hätte ich sie im Kunstunterricht gemacht und damit ist sie eher irrelevant. Schauen wir uns also die drei anderen Goronen an. Der oberste, größte ist offensichtlich Daruk, der Recke der Goronen. Er gibt auf jeden Fall Sinn, dass er hier eingemeißelt wurde, bei den anderen beiden sieht es jedoch etwas anders aus. Die beiden Goronen unter der Rug werden wahrscheinlich Erinnerungen bei den Leuten wecken, die Majora's Mask gespielt haben. Dort haben wir zum einen nämlich Damani, den Helden des Goronenstammes in Majora's Mask und den Sohn des Goronenältesten. Ich habe immer noch Albträume von seinem Heulen. Ein gewiefter Fan der Reihe hat sich jetzt wohl schon gedacht, aber Lino, wie kann es sein, dass Damani und der kleine Hosenscheißer hier zu sehen sind? Schließlich leben die doch in einer ganz anderen Welt, nämlich Termina. Wie sollen die Goronen dann über die beiden Bescheid wissen? Naja, darauf habe ich leider auch keine Antwort, denn alles, was ich dazu gefunden habe, war mir weitaus zu spekulativ und das hat mir einfach nicht ins Video gepasst. Als letztes habe ich noch einen kleinen, aber feinen Tipp für euch. Auch wieder vorgeschlagen von einem Kommentar. Der Satori-Berg sticht nicht nur wegen seiner namentlichen Ähnlichkeit zum an Krebs verstorbenen Nintendo-Präsident Satoru Iwata und dem Herr der Wildnis hervor. Fakt ist, dass dieser Berg ein Paradies für absolut jeden Breath of the Wild-Spieler ist. Hier findet man nämlich so ziemlich alles. Über hunderte Äpfel und Maxi-Duriane findet man in Nächten, an denen der Berg grün leuchtet, an diesem bestimmten Baum auch enorm viele, sehr seltene Käfer. Schaut unbedingt mal an dem Ort vorbei, wenn ihr mal wieder neue Zutaten zum Kochen braucht. Wie ihr sehr effektiv kochen könnt, erfahrt ihr übrigens auch im ersten Teil der Serie hier in der Infobox. So, das war's für heute mit den Secrets. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen.